So, jubidu, hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash Let's Play. Teil 7 sind wir jetzt, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Heute gibt es wieder ein echt meines Hof Kellerbier dazu. Ach genau, da war diese Schnick-Schnack-Schnuck-Arena. Das probieren wir jetzt mal schnell aus, was das ist, ne? Da haben wir das letzte Mal ja mal noch ganz kurz mal reingeguckt. Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1. Das ist doch schon mal was, ne? Steinschere Papier. Heiderabatt. Das lädt und lädt. Ah, jetzt ist fertig. So, juppidu, was muss ich hier machen? Und was kann ich gewinnen? Jo, das haben wir mit dabei, ne? Aber Vollgas. Ich bin ja gespannt, was das jetzt wird, ne? So, schnick, schnack, schnuck. Ich habe da halt überhaupt kein Talent für sowas, ne? Ich werde da so ablosen. Abgelost. Super, schnick, schnack, schnuck. Gibt's da irgendwie einen Trick? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich absoluter Zufall, ne? Mr. Mamma Mia höchstpersönlich. Das ist ja cool. In dieser Ecke. In Bowsers Militärapparat. In wandelnden Shiitake-Pilz. Gumba. Der hat doch gar keine Arme. Wie kann denn der da mitspielen, ne? Achso, muss ich das jetzt hier am Ding machen? Mein Pad. Ja, sieh ins Menü. Wir nehmen jetzt erstmal Karte hierher ziehen. Wir nehmen das hier. Ja, das muss ich wieder hier so reinschnipsen. Ah! Schnick. Schnack. Schnuggi. Oh, ich verloren. Sei doch. Ach, ist das nicht Best of Three oder so? Nee. Ja, wie dumm ist das denn? Aha. Super. Das hat sich ja jetzt wieder rentiert, ne? Toll. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe kein Talent für Schnick, Schnack, Schnuck. Da hinten ist noch so ein Toad versteckt. Warte mal, den will ich jetzt nochmal schnell ansprechen. Was da jetzt dann weitergeht in der nächsten. Aha. Aber da ist das Wort Cheater-Toad. Jo. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es jetzt weitergeht, ne? Weil für den anderen Käse brauche ich ja noch so. Genau, das ist ja schon mal der, den brauche ich dann da drüben. Papironi-Pfad, jetzt gibt es schon wieder Post. Jetzt, du kannst mit dem Arsch legen. Narzissengipfel! Dann auf in den Narzissengipfel. Ah. Guck mal, geht schon wieder los. Vielleicht schaffe ich es irgendwann einmal in irgendeinem Level alles zu holen, ne? Ich glaube zwar da irgendwie noch nicht so dran, dass ich das jemals irgendwo auf Anhieb schaffe. Aber man darf ja wohl noch träumen hier. Ach, guck mal. Auf zum Gipfel. Aha. Ohne Kraxelerlaubnis. Eieieiei. So, immer schön die Augen offen halten, ne? Okay, hier kann man nichts ausschneiden. Hätte ja sein können. Dass man irgendwo wieder Sachen ausschneiden muss, wo ich dann... Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert?
Oh. Oh, ist immer ganz traurig, ne? Ja, ich bin ja eigentlich schon dabei. Aha, schon nicht. Jetzt. Guck mal, eine Feuerblume. Dass man mit einem Hammer malen kann, ne? Kaum zu glauben, auch mit dem Hammer kann man schrauben. Kommt da unten drunter ist auch noch was. Wie geht es weg? Bling, bling, bling. Oh, ein Pilz. Ein Pilz. Ding, 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 ding. Bing, ding, ding. Warum, die Uhr muss ja noch anmalen. Wow, da kommen aber viele Münzen raus. Aha, der Himmel da hinten ist also auch bloß aufgemalt oder wie oder was? So, haben wir jetzt alles? Hä? Muss ich ihn jetzt noch anmalen? Ich habe ja nichts mehr zum Anmalen. Hä, bin ich jetzt bescheuert oder wie oder was? Nein! Oh. Ach, da gibt es draußen noch was zum Anmalen. Nee, draußen gibt es nichts zum Anmalen. Also da hinten vielleicht. Aber da kommt man nicht hin. Okay. So was langweilt mir jetzt schon wieder, ne? Das Ziffernblatt da oben vielleicht, aber da komme ich ja nicht hin. Hier verstecken sich immer noch farblose Flecken. Ja. Ist aber schön, dass die sich verstecken. Ich fände es aber schön, wenn die sich nicht verstecken. Ich kann mir echt nur vorstellen, das Ziffernblatt da oben noch, aber wie komme ich da hin? Ach, schau mal hier. Aha. Hetzler. Ja, hurra! Endlich. Wer hätte denn das gedacht? So. Finde ich immer schön, dass so diese klassischen Stücke halt irgendwie immer noch irgendwo mit eingebaut werden, ne? Aus Super Mario Bros. 3 war das jetzt gerade das Toadhaus. Charaktererlaubnis. Die.
Pudding. Good luck. Aha, der schon wieder. Ach, Gott sei Dank, ne. Jo. Hab ich noch einen Hammer? Da ist noch ein Hammer. Hammer, Hammer. Hammer? Den Hammer. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht irgendwie falsch mache, ne? Ja, Mist. Mist, Mist, Mist. So habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ich finde es ultra schwierig, da den richtigen Zeitpunkt rauszufinden. Zum Drücken. Hallo? Geht doch. Hammer. Abgenutzter Hammer. Ist ja wurscht, hab's einen Hammer. So, und immer schön die Augen offen halten. Ich will jetzt einmal in meinem Leben hier nicht jedes Level 10 mal spielen müssen, weil ich noch 1000 Flecken irgendwo brauche. Ein Paragumpa. Koopa. Hä? Gumpa, Koopa, Paragumpa. Paragumpa. Aha. Dann müssen wir jetzt springen. Le Spring. Ja, Le Spring. Alles klar, ne? Passt schon. Das war jetzt halt wieder nichts, ne? Also, ne? Ich bin manchmal verwirrt. Ja, manchmal läuft das einfach nicht so, wie man sich das immer vorstellt, ne? Uiuiui. So, anmalen. Anmalen, anmalen, anmalen. Ach, wieder. Aha. Hüpf pushen. So habe ich mir das zwar jetzt nicht vorgestellt, aber gut. Anscheinend geht's so auch, ne? Das ist ein Spiky. Ja, mal diese Hüpfpushen, diesen Hammer. Nein. Nein. Das ist doch nicht normal. Super. Super, ne? Ums Arsch lecken halt. Also das kann man mit einer einzelnen Feuerblume bewerkstelligen. Ha! Gott sei Dank. Weil ich mir eigentlich Ei gebildet habe. Genau, hier gibt's was zum Färben. Schau, Nechi, du musst da echt überall aufpassen, ne? Da oben ist auch noch mal was zum Färben. Wie komme ich denn bitte da hin? Ja, das ist schon mega gewahr. Wahrscheinlich muss ich von oben runterfallen oder so, ne? Huh. Hä? Ja, mitten in der Röhre, ne? Alles klar. Mitten in der Röhre. Hm. Ja, wenigstens ist er kaputt gegangen, ne? Also ich, manchmal, da steckst halt irgendwie nicht so mit drin, ne? Oh, guck mal, es gibt schon wieder was. Urks, da oben ist noch mal so ein lilaner Rettertoad. Oder so, ne?
So, mit dem Hammer auf den Dienstcode, passt. Bums. Na, jetzt nicht, halt schon wieder, ne? Ja, so, jetzt pass auf. Der wird doch jetzt hoffentlich nie. Na, wenigstens einen haben wir jetzt schon mal. Jetzt muss ich wieder eine Karte verschwenden. Kann man den verschwenden? Ich will eigentlich gar nichts verschwenden. Nehmen wir den Sprung da. Den abgenutzten Stiefel, Schuh. Tü-lü-lü-tü-tü. Ux. Na komm halt dann bitte her, ne. Ich weiß gar nicht, da habe ich immer HP von 50. Aber da hat man irgendwie... Ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier kaputt? Hm. Was nehmen wir denn da? Können wir einen Sprung nehmen? Hammer. Hm. Ja, ist halt so, ne? Aha, wenigstens gibt er jetzt mal seinen Geist auf, ne? Ja, super! Du Arsch! Na, den Sprung da nehmen. Wenn dann mal wieder dieses komische... Farben im Kartenrad ausprobieren. Heavy Sprung oder was war das jetzt? Ah, ist mich da runtergefallen. Aber ich glaube, ich da runterfalle, aber das wird ziemlich abenteuerlich, oder? Tatsächlich. Hurra! Ein Triple Hammer. Ich dreh ab. So, jetzt geht's aber endlich mal weiter, ne? Lauter Schmatti halt immer, ne? Ist das so komisch ausschauen? Ah, schau nur hin, ne? Hey, da musst du, wenn du deine überall deine Äuglein offen hast, ne? Ha? So. Hochhammer. Ah, ein Taudi habe ich gefunden. Das war schon mal was wert. Gloink, gloink. Rump, dump, dump. Jetzt schau mal hier, komme ich jetzt raus? Hallo? So läuft es aber hier nicht, ne? Bums. Ein Hochhammer habe ich jetzt. Einen Hochhammer. Ich wollte jetzt aber eigentlich nochmal... Nehmen wir das Ding da. Und den Dinger. Und ins Spiel schnipsen. Weißt du, immer ums Arsch lecken, ne? Immer ums Arsch lecken. Nimm doch jetzt mal diesen Hochhammer. Den habe ich jetzt nicht eigentlich. Farbe sparen hier. Jetzt haben wir halt komplett versaut, ne? Das ist doch nicht normal, Alter. Wenn man den erstreiten, bevor es weitergeht, ich glaube, ich muss den erstreiten. Super! Hm. Irgendein Dreifachsprung oder so? Na, freilich nicht. Doch, hier habe ich noch einen.
meine, wenn man es nicht versaut, geht's eigentlich. Aber man hat es halt schon wieder versaut, ne? Kommt echt Leute, ne? Ich frage mich, ob es hier auch mal irgendwie so einen epischen Bossfight gibt. Naja, hätte ich es vielleicht doch anmalen sollen, das Ding, ne? Ach komm. Ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr auf den Scheiß hier, ne? Also, du bist hier immer nur ein Kampf nach dem anderen, ne? Und dann gibt es Spiele, da passiert die ganze Zeit gar nichts. Das baut sich so schnell auf und so schnell da wieder weg, ne? Das ist nicht normal, ne? Das kann nicht normal sein. Ich glaube, nicht einmal mehr einen Sprung. Oh, hier habe ich einen Sprung. Wir nehmen das Ding da, den Dinger. Gott sei Dank. So, dann retten wir erstmal den Toadie da unten. Das sieht gar nicht gut aus. Siehst du, es geht dann am Papieroni-Pfad wahrscheinlich noch weiter? Nein, ich muss jetzt wieder irgendwie hoch, ne? Ach, Gott sei Dank ist das alles so verwirrend hier. Müssen bestimmt hier irgendwas ausschneiden, oder? Ah, nee. Müssen wir auf Verdacht einfach versuchen, irgendwas auszuschneiden? Oder das Gelbe vom Ei? Aber jetzt habe ich einen Triple Hammer, ne? Der nützt mir aber jetzt nichts, der Triple Hammer. Nehmen wir den einfachen Hammer. Sprengen kann jetzt auch bloß nur einmal. Mist. Ich habe halt langsam auch keine Energie mehr, ne? Ich habe ja auch langsam keine Farbe mehr, Alter. Was ist denn das? Ja, ich muss jetzt irgendwie vom Himmel holen, hä?
Aber wie ist denn das, wenn man jetzt überhaupt, also das Kartenrad benutzen, ne? Ja, ich habe einen Sprung gezogen. Ich hoffe, wir versauen es jetzt nicht. Ah ja, blaue Farbe geht mir auch langsam aus. Na, wie ist der jetzt mal alleine? Gibt's ja nicht. Gott sei Dank. Leute, wir brauchen Farbe. Wir müssen uns jetzt irgendwie Farbe organisieren zur Stachelkarte. Zur am besten blaue Farbe. Eieiei. Ist hier nicht irgendwie ein Geheimgang oder so? Freilich. Oder komme ich irgendwie. Wer komme ich da irgendwann dann mal raus? Jetzt brauche ich wieder diese Entfaltungsdingensen hier, ne? Jetzt gehe ich wahrscheinlich da unten und muss dann da hochrennen. Und zwar wahrscheinlich ziemlich schnell. Ja, mir geht echt langsam die Farbe aus. Gibt's denn das, einem echt die Farbe ausgeht, ne? Ja, was ist denn das jetzt schon wieder hier? Nehmen wir diese Karte hier. Was wir zum Ausprobieren. Und den da. Ach, guck mal, das greift mich selbst auch an, ne? Wenn man das weiß, ne? Wieso gestört halt, ne? Bist du zum Kotzen, Alter, wenn dir die Farbe halt ausgeht, ne? Weil ich... Ja, Gott sei Dank, Alter. Bisschen blaue Farbe. Das ist halt einen auch nicht so, was irgendwie so bringt, ne? Aha, da unten ist es jetzt. Toll. Ja, ich weiß. Das interessiert mich jetzt aber erst einmal noch nicht. Ich weiß, was ich machen muss, aber ich will das da oben erst einfärben. Kapierst du das? Meine Fresse. Meine Münzen, ne? Ja, grüne Farbe. Das ist schon mal schön. So, jetzt können wir weiterspielen. Feuerhammer? Das ist ja lustig.
Wiiu. Hey, das ist Kamek. Das ist den Xi. Ich glaube, der erste Bossfight wartet auf mich. Nein. Aha. Aha, aha, aha. Oh. Mhm. Soll ich hier etwas Magie? Hehehehe. Na wie, jetzt habe ich nur noch einen abgenutzten Sprung hier. Und alle meine Karten haben sich jetzt in einen abgenutzten Sprung verwandelt. Supi. Ja, weißt, ich hab halt nur diesen abgenutzten Sprung mit. Das ist de. Mein Kamek finde ich ja an und für sich ganz cool. Fluch gebrochen. You got to pimp my ride. Ha. Mehr interessieren, was hier los ist. Aha. Aha. Super Mario Bros. 2 jetzt. Ich habe gerade überlegt, ne? Mhm. Das war jetzt cool. Ich glaube bloß, was dieser Ventilator ist, irgendwie wie der... Jetzt pass auf. Kann mich jetzt zwischen dem gelben und dem roten entscheiden. Der gelbe wäre aber dieser weiße Toad. Nehmen wir uns erst einmal das Ding hier. Übrigens habe ich den jetzt mal schon mal vom Handy geholt. Ach, guck mal endlich mal wieder, wo bloß ein Gegner da ist, ne? Hm. Ich will aber die Karten halt auch immer nicht verschwenden, ne? So, perfekt, hat er gesagt. Perfekt. So, da drüben ist der gelbe weiße Toad. Da will ich jetzt aber erstmal noch nicht hin. Ach, guck mal. Das ist ja wieder geil, ne? Ein Entfaltungszeichen. Das heißt, ich darf mich jetzt wieder irgendwie entfalten. Kriege ich hier. Komme ich denn da in die Mitte? Wahrscheinlich, so wie das ausschaut, erst einmal gar nicht. Das ist doch da schon wieder so ein Gegner, der rührig.
Ich weiß nicht. Wenn ich da so jemanden auflauern will, dann verstecke ich mich auch immer im Abwasserrohr, ne? Ja, was ist denn jetzt? Hä? Was? Ist immer schade, dass man das dann immer nicht lesen kann, was die da so schreiben, sagen. Wenn man schaut ja auf das Dingensen hier drauf. Ja, wir müssen jetzt doch erstmal dieses Ding... Nein, nein, ich wollte doch auf die Röhre drauf hüpfen. Aber anscheinend kann man da nicht drauf hüpfen. So. Wir haben doch keine Zeit hier. Leute, das ist nervig. Du bist jetzt hier gebunden an eine Zeit, aber die Röhre geht halt einfach nicht schneller, ne? Aha. Okay, dann kommen wir anscheinend zum Gelben. Jetzt pass mal auf. Ne, da kommen wir erst noch nicht zum Gelben. Ja, ich muss es jetzt eh dann nochmal spielen. Schnell durchrennen, das Ding. Ah, doch, komme ich doch zum Gelben. Hallo! Bin der weiße Tod vom Narzissengipfel. Super. Na super, ich wollte jetzt eigentlich abhauen, ne? Los geht's. Ob man da irgendwann jemals mal mehr KP kriegt? 30 von 50, ne? Du, der ist jetzt aber nah dran. Hallo. Ich sehe nix. Aus, du bitte ab. Ja, jetzt halt die ganz große Frage, wie komme ich da in die Mitte, ne? Irgendwie wahrscheinlich von der anderen Seite oder so. Das wird jetzt irgendeinen Sinn machen, wenn ich jetzt mich irgendwo rauslehne, ne? Eigentlich schmarri halt, ne? Hallo? Hüpft er jetzt 10-mal dran vorbei, ne? Jede Menge Farbe für ein Fadi. Aha. Prozent, ne? Sierra Löwenzahn. Da bloß, da geht's jetzt weiter. Da schauen wir jetzt mal noch schnell rein, ob es da jetzt wirklich weitergeht. Ich glaube da irgendwie noch nicht dran. Aha. Mhm. Okay, anscheinend muss ich noch mehr Grafik finden, dass ich da reinkomme. Aber der Farbeimer will ja unbedingt jetzt dem Toad noch die Meinung geigen. Dann machen wir das halt noch schnell. Er speichert halt irgendwie ständig, ne?
Narzissengipfel. Dem Todwächter, ne? Mit dem Torwächter, dem Todwächter. Fort ist er. Bei meinen Sporen. So ein Hammerschlag auf dem Hirn, ne? Da habe ich jetzt den zweiten Schlüssel. Mit dem Schlüssel am Hirn. Bravo, du hast den Berg kaputt gemacht. Ja, jetzt habe ich zwei, ich brauche aber drei. Das waren doch drei Schlüsse, oder nicht? Leck mich doch hier langsam. Ich. Ja. Ja, wo geht's dann jetzt weiter? Nirgendwo. Kann ich noch einen Bordprisma? Da habe ich jetzt den hier und den anderen. Kamesin-Turm. Ich glaube, das waren drei. Ja, es ist und bleibt ein Rätsel, hä? Ja, drei. Wo finde ich jetzt den letzten? Echt, Leute. Ja. Also ich komme unten nicht weiter, am Kamesin-Turm geht es nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Vielleicht kann ich hier, vielleicht muss ich hier irgendwie den anderen Weg finden oder ich weiß es auch nicht so genau. Ach, das regt mich schon wieder auf, ne? Gehen wir mal zur Post, vielleicht kriege ich ja neue Informationen. Glaubt das zwar noch nicht dran, aber man weiß ja nie. Aha. Na gut. Kann ich denn das? Ach so. Das sind nicht diese so Meilensteine irgendwie. Ja, wenn ich dann eh schon mal da bin, kann ich gleich noch mal ein paar Karten kaufen. Aber genug Asche. Ja, Herr Mario, vielen Dank, dass du so freundlich warst, mit deiner vortrefflichen Kartenkollektion zu zeigen. Hör dich in der Kampfkammer im gelben Viertel.
Na gut, dann geht's halt mal ins gelbe Viertel. Hier entlang bitte. Oh, eine Geheimtür. Aha. Prisma Museum. Na, das ist doch schön. Dingskarten. Doch tatsächlich ein Dings, das ich spenden könnte. Nehmen wir halt das hier. Und wenn ich dann mal so alle Karten gespendet habe, die es so gibt. Ach, da gibt es noch ewig viele Standardkarten. Da gibt es 6 Seiten voll. Ja, leck mich doch fett. Ja, ich verrück. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht einmal unser Hauptziel. Wir müssen jetzt mal rausfinden, wie es hier weitergeht in dem Spiel. Ja, die Wege jetzt aber, das sind schon gute Karten. Muss ich mal jetzt erst noch mal ins Sammeln gehen. Tja, da habe ich zwar immer noch keinen Hinweis, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Aber gut, ne? Vielleicht müssen wir noch mal mit Toad dem Weisen reden. Dem Weisen Toad. Dann kann der mir sagen, wo ich den letzten finde. Aber gut, das sollen wir für heute erst mal wieder Feierabend machen. Dann wünsche ich euch einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende. Hab euch lieb, wieder vielen lieben Dank fürs Reinschauen, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao dabei.